Hier ist es ja schön. Na, hier ist ja... Alter Schwede. Na, hier ist der einsame Spitze. Das ist also Agrippa. I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Heim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help a recipe for some sort of potion, a tonic to free me from this husk of mine. Ist das dein Ernst? Wir sollen das Ding, das seltsamerweise auch noch lebt, mitnehmen? Da gehe ich ganz sicher nicht rein. Ich will ehrlich gesagt auch hier nicht rumgeistern. Ich will ehrlich gesagt das Spiel wieder ausmachen. Okay, ich beruhige mich jetzt wieder. Es ist noch nichts Schlimmes passiert. Schlimmes passiert. Ich gucke eigentlich nur in diese Räume, weil hier Zunder sein kann. Okay, Süße, krieg ich ein. Ist alles in Ordnung? Es ist nichts passiert. Schön.
Genau das, was ich hören wollte, mein Freund. Genau das, was ich hören wollte. Ich habe Fleisch aufgenommen. Was bringt mir Fleisch? Eine Scheibe frisches Fleisch. Eigentlich ist es ja eine ganze Keule. Ganz in Ruhe hier runter. Da ist nichts. Da ist nichts und niemand. Niemand ist da. Niemand wird dir wehtun. Siehst du, die Zelle ist leer. Auch wenn es da vorher wunderschön rot geleuchtet hat, da ist niemand. Da wird niemand gefoltert. Und hier genauso. Keiner da. Guck's dir an. Gucken wir uns auf der anderen Seite auch noch die Zellen an. Wer weiß, vielleicht ist irgendwo Öl. Ich gucke immer erst nochmal rein, ne? Nicht, dass da irgendein Fritze sitzt. Weil den sollte man ja sehen. Die ducken sich ja nicht, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Die Handschellen sind auch sehr aufbauend. Altar. Okay. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf seine feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Oh ja, ich bin auch unglaublich stolz. Alter, es sieht auch hier schon wieder so toll heimlich aus. Ich glaube, dann wären wir wieder in der Zitadelle, wenn wir da durchgehen würden. Ich hab dich nicht gesehen, ich hab dich nicht gesehen, ich hab dich nicht gesehen, ich hab dich nicht gesehen. Bin gar nicht da, ich bin nicht da, geh einfach weg. Geh, 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 geh. Du bist zu weit gegangen, der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschen ihm nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, irgendwas. Ganz ehrlich? Ich weiß, ich spiele noch nicht lange. Ich weiß es. Ich weiß. Und ich weiß, es ist noch nichts Schlimmes passiert. Außer, dass ich... Bin ich einmal gestorben? Ja, ich bin einmal gestorben. Aber ganz ehrlich, erstens, schon mal die Türen, ja? Wo du wusstest, es passiert gleich irgendwas. Oder... Oh, nee. Dann hier der Typ. Der Typ. Nee, 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 nee. Wir müssen jetzt irgendeinen Scheiß sammeln. Und anscheinend Alexander umbringen. Und wir sind Daniel? Ich dachte, Daniel wäre Vergangenheit. Aber nein, anscheinend war das die ganze Zeit nicht irgendwelche Vergangenheit, die auf uns einschützt, sondern unsere eigene Vergangenheit, unsere Erinnerungen, die irgendwie zu uns zurückkommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie will ich es auch gar nicht wissen. Ich will, dass dieses Spiel vorbei ist. Okay, aber es kommt noch zu einem Showdown anscheinend mit Hilfe von Agrippa gegen Alexander. Wir werden sehen, ob ich das nervlich aushalte. Ey, wenn so schon Agrippa aussieht, will ich nicht wissen, wie Alexander dann aussieht. Der ist wahrscheinlich eins dieser Mumienmonster. Okay, gut. An dieser Stelle, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.